Heute geht es um Gold, um Evergrande und das klitzekleine Problemchen am chinesischen Immobilienmarkt und um unsere besten Freunde von der Fed, die heute eine Rolle spielen werden. Doch der Reihe nach. Wir haben gestern zwei wichtige Entwicklungen gesehen, nach meiner Auffassung. Die eine beim S&P 500. Dort haben wir den 50-Tages-Durchschnitt wieder erobern können. Jetzt steht allerdings noch die Prüfung aus, schaffen wir es wieder in diesen gebrochenen Trendkanal hinein. Das wird also jetzt die entscheidende Frage. Freitag ist ja gerne mal VIX-Crush-Day, da wird also die Vola runtergeprügelt. Wird das auch heute gelingen? Fragezeichen. Aber die vielleicht noch insgesamt wichtigere Entwicklung, das ist der Ausbruch der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe über wichtige Widerstandsniveaus. Wir sind jetzt deutlich über der Marke von 1,4% und da ist jetzt charttechnisch Luft nach oben. Das hat Konsequenzen etwa für Gold. Das hat Konsequenzen für viele Märkte. Dazu gleich mehr, was Gold betrifft, oder am Ende des Videos werde ich dazu noch etwas sagen. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was es vor allem bedeutet auch für die Aktienmärkte. Denn normalerweise sind steigende Renditen gut etwa für Finanzwerte, für Bankaktien etc., weil dann eben die Zinskurve sich in der Regel auch versteilt. Das war zuletzt das Gegenteil der Fall. Die Zinskurve immer flacher geworden. Und wenn die Zinskurve sich versteilt, dann profitieren Banken, weil es durch die Fristentransformation dann eben die Möglichkeit gibt, wirklich mit Geldausleihen Geld zu verdienen. Aber schauen wir uns mal die Geschosse an. Hier sehen wir schon die 10-jährige US-Staatsanleihe-Rendite nach oben. Dann sehen wir, dass der Russell, der zu 20% aus Finanzwerten besteht, doch etwas besser läuft als die Tech-Werte. Mit anderen Worten, wenn diese Entwicklung so weitergeht bei den Renditen, wenn wir also steigende Renditen sehen, warum steigen die Renditen derzeit? Weil wahrscheinlich die Märkte jetzt eben doch spielen, Tapering kommt. Möglicherweise kommen dann irgendwann auch mal, vielleicht sogar schon im Jahr 2022, Zinsanhebungen. Völlig ausgeschlossen ist es ja nicht. Jedenfalls sehen wir hier unten, dass da durchaus jetzt mit diesem Bruch, diesem charttechnischen Bruch, die charttechnische Route gelegt ist für einen Stand von 1,60%. Also da könnte es erstmal noch etwas weitergehen auf das Hoch, das wir, wann war es, im März gesehen haben, 1,60. Und wie gesagt, normalerweise ist das nicht gut für Tech-Unternehmen, wenn diese Entwicklung anhält, und besser für Finanzwerte. Apropos Finanzwerte, vergleichen wir mal das, was gestern passiert ist. Wir sehen, Energie- und Finanzwerte sind gestern am besten gelaufen mit eben diesen steigenden Renditen. Wir sehen, dass der Russell 2000 am besten gelaufen ist oder die Small Caps am besten gelaufen sind. Tech war so eher hinten dran, Dow Jones und S&P vor dem Nasdaq. Also wir haben schon dieses Muster gesehen, dass die Tech-Werte dann weniger gut laufen. Und wir sehen vor allem dann bei Versorgern, Real Estate, diese defensiven Werte, Utilities, also Versorger, die sind sehr renditesensitiv, weil die in der Regel eine gute Dividende zahlen. Und wenn dann die Renditen für Staatsanleihen steigen, dann werden Utilities, werden diese Versorger unattraktiver. Also geht das weiter mit diesen Renditen, hat das nicht nur Konsequenzen für Gold, sondern auch für die Sektoren bei den Aktienmärkten. Tech dann eher weniger gut, Finanzwerte eher gesucht, Energiewerte gesucht. Das ist ein Muster, das man immer wieder sieht. Apropos Bankenwerte nochmal. Vor gut sieben Jahren hatte die EZB die Negativzinsen eingeführt und wir sehen mal die Entwicklungen der Banken in den USA und in Europa. In den USA der XLF, maßgebliches ETF, 138% gestiegen seitdem, die europäischen Finanzwerte minus 2% und die haben sich ja schon massiv erholt in letzter Zeit, das sah ja zwischenzeitlich richtig miserabel aus. Die Fed wird heute sich viel und ausführlich äußern. Das beginnt mit Esther George um 10 Uhr Kansas-Zeit. Das sind, glaube ich, 7 Stunden nach uns. Das wäre 17 Uhr deutscher Zeit. Dann haben wir 20 Uhr Jerome Powell. Wir haben Bowman und Fed-Vize Clary da. Das wird wichtig. Später kommt dann noch Bostich. Die Veranstaltung, bei der Paul und Clary da sprechen werden, heißt Fed Listens Perspective on the Pandemic Recovery. Ob und wie viel da zur Geldpolitik gesagt wird, ist die Frage. Aber eigentlich hat ja selbst die Supertaube Jerome Powell angekündigt, dass da was kommen wird. Wenn jetzt nicht die Arbeitsmarktdaten massiv enttäuschen, wird der Tapering betrieben. Auf der anderen Seite sind jetzt die neuen Zahlen raus zur Fed-Bilanz. Da hat man wieder mal 41 Milliarden hinzugefügt zur Fed-Bilanz. Die Vorwoche waren 91 Milliarden.
Jetzt hat man also 130 Milliarden in 2 Wochen hinzugefügt. Eigentlich sollte das ja das oder sollten 120 ja pro Monat erfolgen. Also die Fed, die trinkt schon maßgeblich über den Durst. Die Fed-Bilanz wird deutlich stärker ausgeweitet, als es eigentlich offiziell propagiert worden war. Vielleicht als Voraussetzung, um dann tapern zu können, das ist die Frage. Also das ist schon ziemlich heftig jetzt, die Bilanz 8,489 Billionen bei der Fed. Und die Fed ist unser Freund und Helfer. Wenn Sie Amerikaner sind, dann werden Sie durch die Fed immer reicher, zumindest diejenigen, die in Aktien und Immobilien ihre Chips haben. Wir sehen, dass jetzt der Haushalt Net Worth in Relation zum verfügbaren Einkommen auf einen neuen Rekord gestiegen ist. 786% gab es noch nie. Also das ist schon eine Form von MMT, Modern Monetary Theory. Da wird Geld gedruckt und es den Leuten gegeben, Helikoptergeld etc. Ich habe das, wenn Sie es gesehen haben, bei meiner Bewerbungsrede zum Finanzkanzler Deutschlands ja ausführlich thematisiert. Jedenfalls sagt hier Fundstrat etwa, ja, der Aktienmarkt ist jetzt 46 Billionen Dollar schwer, nämlich der Wilshire 5000. Und die Amerikaner haben 146 Billionen Vermögen. Sie könnten also noch 100 Billionen in die Aktienmärkte stecken. Das wäre praktisch locker eine Verdoppelung, meine Damen und Herren. Und das entspricht meiner bullischen Sicht auf die Märkte, weil die Amerikaner, die werden jetzt alles verkaufen und dann in die Aktienmärkte packen. Das scheint auf jeden Fall klar. Jetzt sehen wir immer krassere Dimensionen, nicht nur bei der Fed-Bilanz, sondern auch bei diesen sogenannten Reverse Repos, wo also die Bank Cash hinterlege bei der Fed und die Fed ihnen dann ein paar Staatsanleihen zur Verfügung stellt. Wir sind jetzt fast bei 1,5 Billionen, die da täglich praktisch über den Tisch gehen. Absolut crazy, was da passiert. Was läuft da ab? Gute Frage. Müsste man eigene Sendungen drüber machen. Jetzt hat sich nicht nur die Fed, die sich heute äußern wird, sondern jetzt hat sich schon Madame Lagarde geäußert in Sachen Evergrande und hat gesagt, ja, Evergrande, da haben wir relativ wenig direktes Exposure zu dieser Evergrande-Krise, also zum chinesischen Immobilienmarkt. Und das Argument lautet ja immer, ja, Mensch, Lehman, da war doch viel mehr im Feuer. Naja, Lehman hatte weniger Schulden als Evergrande, vielleicht um mal so anzufangen, aber die Dimensionierung der chinesischen Immobilienblase ist so gigantisch, dass die Ketten, die Dominoeffekte nach meiner Auffassung gar nicht mehr zu kalkulieren sind. Jedenfalls, Lagarde sagt, ja, wir haben da relativ wenig Exposure, das hatte schon Pauli auch gesagt für die Amerikaner. Und dann hat Lagarde sich noch geäußert zur Inflation. Many causes of higher prices are temporary. Also viele Gründe für die steigenden, gestiegenen Preise sind temporary und die werden sich dann wieder stabilisieren. Schauen wir mal, nicht? Also das war jetzt bisher nicht so präzise, was die EZB vorhergesagt hat. Jim Reid von der Deutschen Bank sagt, ja, das Risiko für einen Policy Error, für einen Fehler steigt mit der Inflation, die viel höher ist als erwartet und wahrscheinlich 2022 auch anhalten wird. Und jetzt ist aber noch nicht klar, ob die Notenbanken, welchen Fehler sie begehen, ob sie zu viel machen oder zu wenig machen. Das wird sich eben zeigen. Das ist genau die Frage. Ich hatte gestern schon gezeigt, dass die Notenbanken langsam die Muffe geht, sowohl der EZB. Da spürt man, da sieht man, dass diese Inflation deutlich weniger transitory ist. Überlegt, dieses PEP-Programm zu reduzieren, oder das will man sowieso tun, aber dass dann nichts mehr kommt, dass man die Geldpolitik straft, weil eben die Inflation schon so groß ist. Und Fed-Officials haben gesagt, dass diese transitory inflation schon ziemlich lange dauert und wohl noch ein bisschen dauern wird. Also das ist eines der ganz, ganz großen Themen für die Märkte. Das nächste große Thema ist die Energiekrise, die vor allem in UK derzeit tobt. Warum gerade in Großbritannien? Nun, seit dem Brexit sind die Briten alleine zu Hause. Da sind die lieben Polen und die anderen, die die Dienstleistungsjobs gemacht haben, die sind inzwischen weitgehend abgereist. Und man findet jetzt in Großbritannien etwa keine Menschen, die Tanker fahren, um etwa Benzin an die Tankstellen zu bringen. Deswegen überlegen die Briten jetzt, das Militär einzuschalten, sodass Soldaten dann diese Transporte übernehmen. Man sieht, wie grotesk das ist. Das haben sich die Briten vielleicht anders vorgestellt. Die haben gedacht, bleibt alles so, wie es ist. Dann sind die Polen raus und die anderen. Aber es zeigt sich, dass sie damit ein neues Problem geschaffen haben. Aber es droht jetzt Rettung oder es kommt jetzt Rettung. Es wird das Wetter wohl umschlagen, sodass es windiger werden wird und dadurch die Chance besteht, dass mehr Windenergie wieder jetzt gewonnen werden kann. Deswegen sind die Erdgaspreise ein bisschen gefallen jetzt oder deutlich gefallen gestern.
Also wir sehen, wir werden bald wahrscheinlich für Wind beten müssen, damit wir das Licht wieder anmachen können, könnte man sarkastisch formulieren. Und wir sehen zum Beispiel jetzt gestern den Brent Crude Ölpreis auf dem höchsten Stand seit 2018. Und ein Artikel im Wall Street Journal, der zeigt, dass Exxon und Chevron, diese Ölfirmen, weniger investiert haben in den letzten Jahren. Und auch weniger investieren werden, sozusagen hier diese Gewinnungsmöglichkeiten fossiler Energieträger auszuweiten, weil eben diese ganze Geschichte politisch nicht gewollt ist. Ist ja auch richtig so. Wir brauchen nur irgendwie eben noch die Alternative, sonst werden wir feststellen, dass der Strom vielleicht doch nicht aus der Steckdose kommt. Tut er zwar, aber da nicht gewonnen wird. Jedenfalls ist das eines der spannendsten Themen derzeit, wie es weitergeht. Wie es weitergeht in Evergrande ist auch noch unklar. Evergrande hat sich bisher nicht gerührt, hat also die Dollar Anleihehalter nicht bezahlt bisher. Bei der gestern fälligen Zahlung ist bisher nichts passiert. Man verliert die Hoffnung, sagen viele, die diese Anleihen haben. Übrigens, Evergrande hat ja ein Unternehmen an die Börse gebracht, Evergrande Auto, das viele, viele Milliarden schwer war, was die Marktkapitalisierung betrifft. Allerdings ist nie ein einziges Auto gebaut worden. Und der Unternehmenschef wie auch seine Freunde haben da frühzeitig Aktien erworben in Evergrande Auto, haben die dann verkauft mit riesigem Gewinn. Die Gearschten, auf Deutsch gesagt, sind diejenigen, die den Ausstieg nicht verpasst haben. Hier sehen wir ein paar der wunderbaren Autos, die hätten gebaut werden können, sollen, aber nicht gebaut wurden. Fitch warnt jetzt und sagt, also es sind vor allem die Mid-Tier-Banks in China betroffen, also die mittelgroßen Banken sind es, die hier besonders im Feuer stehen. 65 Millionen Wohnungen stehen leer, so viel wie es Briten gibt. Bei den Chinesen etwa 75% allen Vermögens ist in diesen Immobilien gebunden. Das ist also die Dimension, die hier der Fall ist. Und wir sehen jetzt auch, dass die Dinge in Sachen Taiwan wieder hochkochen. 24 chinesische Kampfjets sind hier in diese Luftzone eingedrungen von Taiwan oder die Taiwan zumindest als schützenswerte erachtet. Da ist richtig Stress jetzt am Haken. Taiwan hat ja sein Militärbudget jetzt nochmal deutlich erhöht, hat Handelsdeals geschlossen, das passt den Chinesen nicht. Da ist jetzt schlichtweg die Frage, wann wird China den Versuch wagen, Taiwan in Anführungszeichen heimzuholen? Es ist eine Frage der Zeit, man wartet auf den günstigsten Zeitpunkt. Ist der bald gekommen, ja oder nein? Das ist die wichtige Frage, die dann wahrscheinlich eine der zentralen Fragen wird mit der Auseinandersetzung zwischen den USA und China im 21. Jahrhundert. Kommen wir jetzt nach Deutschland. Wir haben um 10 Uhr den IFO-Index. Hier dürften wir auch einen Rückgang sehen, wie gestern bei den deutschen Einkaufsmanager-Indizes. Lieferkettenprobleme, höhere Kosten etc. Das wird auch dann wahrscheinlich im IFO-Index sich niederschlagen. Wir werden um 10 Uhr bei Finanzmarktwelt die Zahlen bringen. Und jetzt nochmal zu Gold. Wir haben gesehen, dass der Goldpreis auch ein bisschen unter Druck gekommen ist mit den steigenden Renditen. Die Erklärung ist schlichtweg so, dass man eben dadurch die Situation hat, dass die realen Renditen weniger negativ werden, wenn also die Inflation ja klar ist, die ist ja veröffentlicht worden, jetzt steigen die Renditen, dann ist also Inflation minus Rendite etwas weniger negativ, deswegen Gold jetzt nicht so gut gelaufen. Aber mein Kollege, der Hannes Zipfel, hat wieder mal einen hervorragenden Artikel geschrieben über das, was da bei Gold wohl passieren dürfte. Er hat hier mal eine Tabelle gemacht, was ist positiv, was neutral, was negativ für den Goldpreis. Und da ist zum Beispiel ein positiver Faktor konjunkturdrohende Stagflation. Sie finden diesen Artikel, der genau diese Perspektiven diskutiert für Gold, eben mit Renditen, mit all diesen Zusammenhängen, die hier bestehen, in dem Artikel beim Goldpreis könnte es schneller gehen als gedacht. Da zieht er eine Parallele zu charttechnischen Entwicklungen einer Kryptowährung. Hochinteressant. Werde ich unter dieses Video verlinken. Und ich möchte diejenigen auffordern, die es nicht geschafft haben, gestern sich anzuschauen, das andere Triell mit Stefan Risse, Roland Ulrich. Da waren interessante Punkte drin. Zum Beispiel Roland Ulrich, der gesagt hat, ja, wir sehen jetzt das typische Muster ablaufen bei einer Inflation. Erst wird sie negiert, dann wird gesagt, hups, das ist ja doch etwas stärker als gedacht. Und dann werden die Schuldigen gesucht. Oh, die sind böse, die haben es gemacht. Und dann werden irgendwann Preiskontrollen eingeführt. Wir werden ja bald einen Spritpreis bei 2 Euro haben mit der gestiegenen CO2-Abgabe nächstes Jahr. Dementsprechend können wir uns auf diesen Ablauf freuen. Und Stefan Risse hat Interessantes zu MMT gesagt, hat Interessantes
zu den Entwicklungen gesagt, unbedingt angucken, jetzt spätestens am Wochenende, meine Damen und Herren. Auch hier der Link unter dem Video. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend dann nochmal im Marke Fister. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Freitag und sag Servus und ciao.